Hallo, liebe Freunde und Unterstützer unserer Ukraine-Hilfsaktion. Heute gibt es ein paar Eindrücke aus Liechtenstein, genauer gesagt vom Lebenshaus e.V. Hier haben sich am Montag einige unserer Flüchtlinge, die wir von der ukrainisch-polnischen Grenze mitgenommen haben, getroffen mit uns. Und es waren einfach so schöne Momente, die Flüchtlinge zu sehen, wie sie auf einmal auch sogar ein Lachen im Gesicht hatten, wie die Kinder mit Kindern von uns zusammen gespielt haben und wir einfach auch wirklich gemerkt haben, wie schon der erste Druck und manche Last jetzt einfach auch von den Flüchtlingen abgefallen ist. Wir sind so dankbar für diese so gute Arbeit hier von Lebenshaus e.V. in Liechtenstein, die Flüchtlinge hier betreuen. Wir haben am Montag zwei ukrainisch sprechende Mitarbeiter da gehabt, die den Ukrainern und uns geholfen haben, miteinander zu kommunizieren. Ansonsten Google Translator ist momentan eine große Hilfe für uns im Austausch mit den Flüchtlingen. Und ja, es ist einfach schön zu sehen, wie sie jetzt wirklich auch diesen ruhigen und auch diesen sicheren Ort genießen und wie sie jetzt schon so langsam ankommen und einfach ja voller Dankbarkeit sind über das, was ihnen widerfahren ist an Positiven jetzt in den vergangenen Tagen. Sie sind so dankbar für jede Unterstützung. Wir selber konnten sie auch noch finanziell segnen, konnten ihnen also auch jetzt ein kleines Taschengeld geben für die erste Zeit, bevor sie dann auch die ersten Leistungen sicherlich dann beziehen werden und konnten damit auch ein Stück weit das Lebenshaus e.V. Entlasten. Aktuell haben wir noch eine Herausforderung, eine Familie, die auch direkt mit uns mitgefahren ist, mit ihrem eigenen Auto. Und das ist echt sehr bewundernswerte Geschichte. Es ist ein Großvater mit seiner Tochter und seinen zwei Enkelkindern, der die ganze Strecke von der polnisch-ukrainischen Grenze bis hierher gefahren ist. Also teilweise hat dann einer unserer Mitarbeiter, der Dirk, dann das Auto gefahren. Aber es ist ein Wunder, dass das Auto hier angekommen ist. Und jetzt überlegen wir und schauen wir, ob wir das Auto vielleicht reparieren können oder sie andersweitig unterstützen können, dass sie vielleicht ein Ersatzauto bekommen. Und das ist genial. Wir haben da auch mit unserem Thomas, also auch direkt einen Kfz-Mechaniker im Team, sodass wir auch da jetzt weiterhelfen können. Das heißt also, wir sind so dankbar, dass sie hier wirklich einen wunderbaren Ort gefunden haben. Alle anderen sind in Dresden untergekommen, haben dort Kontakte, sodass wir also auch darum wissen, dass es ihnen gut geht. Und wir freuen uns einfach über, dass wir wirklich konkret jetzt auch wirklich Flüchtlingen helfen konnten und dass wir einfach merken, hey, es sind einfach auch wirklich Personen, denen wir in der richtigen Situation jetzt helfen konnten und die wir jetzt auch weiter unterstützen können. Das sind jetzt auf jeden Fall noch spannende Fragen. Wir haben zum Beispiel ein kleines Mädchen, die Diana, die ist 10 Jahre alt und sie ist Turnerin. Und wir haben Bilder davon gesehen, wie sie turnt. Das ist so beeindruckend. Sie trainiert normalerweise jeden Tag 6 Stunden. Und es ist absolut beeindruckend und inspirierend einfach zu sehen, welches Talent sie auch hat. Und jetzt schauen wir, wie können wir da auch unterstützen, wie kann sie vielleicht auch in Chemnitz da bei einem Turnverein mit unterkommen und kann dort weiterhin einfach auch trainieren, damit sie ihre Talente da entfalten kann. Also wir sind wirklich jetzt auch am Schauen, wie können wir hier vor Ort weiterhelfen. Ganz besonders danken wir da echt dem Lebenshaus e.V. und sind einfach froh, dass wir da einen ganz, ganz tollen Partner haben. Ja, ansonsten sind wir auch am Verarbeiten als Team. Das ist, die Eindrücke sind immer noch in unseren Köpfen und wir haben so viel Positives erlebt, aber wir merken natürlich auch, dass das, was dort an Herausforderungen, auch alles das, was an Dunkelheit auf uns eingeprasselt ist, dass wir das natürlich verarbeiten müssen und sollten. Das ist auf jeden Fall noch ein Thema. Da danken wir auch für alle Unterstützung und für alle Gebete und möchten aber auch an dieser Stelle wirklich nochmal ganz, ganz herzlich danken für so viele Unterstützer. Wir haben so viele Ermutigungen bekommen, auch während der Zeit in der Ukraine bzw. an der polnisch-ukrainischen Grenze. Wir haben so viele Zusagen bekommen, viele, die gesagt haben, hey, wir stehen im Gebet hinter euch und wir sind für euch da. Und das hat uns echt ermutigt und das hat uns echt auch
sehr, sehr, sehr geholfen. Davon, dafür wollen wir wirklich von ganzem Herzen Danke sagen. Danke wirklich für alle, die mit Sachspenden das unterstützt haben, die mit Finanzen das unterstützt haben. Wir haben jetzt immer noch einige Finanzen übrig und wir werden manches an die weiterhin dort tätigen Organisationen spenden, weil die Arbeit einfach so wertvoll und so kostbar ist. Wir unterstützen Lebenshaus e.V. und genauso haben wir momentan einfach auch die Frage, die wir bewegen, hey, können wir gegebenenfalls nochmal Richtung ukrainisch-polnische Grenze fahren. Viele unserer Teilnehmer haben das wirklich auf dem Herzen und wir wollen jetzt einfach prüfen, okay, was ist möglich, was ist dran, wir wollen da auch wirklich weise sein, aber sollte es in die Richtung gehen, dann werden wir wahrscheinlich nochmal einen etwas kürzeren Einsatz Anfang April anvisieren. Das ist so ein bisschen das, was uns gerade bewegt. Wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden und möchten euch von ganzem Herzen danken, dass ihr uns ja bei der bisherigen Hilfsaktion und auch all dem, was jetzt läuft, also unterstützt auch wirklich gerne da das Lebenshaus e.V. Wenn ihr da auch gerne noch was spenden wollt, die freuen sich riesig darüber, über jede Unterstützung. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch mit uns verbunden bleibt und wenn ihr auch irgendwie merkt, hey, bei einer zukünftigen Hilfsaktion wäre ich gerne mit dabei, die unterstütze ich gerne, dann meldet euch gerne bei uns. In diesem Sinne, vielen Dank und ganz liebe Grüße von uns als Team.